Setz uns mal hin, erzähl mal, was heute Nacht passiert ist. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben eine nur so medium gute Nacht hinter uns. Wir haben nämlich heute Nacht Geräusche in unserer Klimaanlage gehabt. Ja, der hat auch geweint heute Nacht, stimmt. Das erzählen wir gleich, aber erstmal erzählen wir von der Klimaanlage, okay? Und zwar sind wir so kurz vorm Einschlafen gewesen, als irgendein Geräusch, so ein Bumm, also irgendetwas ist ins, gefühlt ins Zimmer gefallen. Dann bin ich aufgestanden und es war ja dunkel, ich wollte eigentlich auf die Toilette gehen. Und dann hat es Geräusche gemacht, als wenn etwas vor mir wegrennt. Und dann hatten wir beide Angst, uns im Zimmer zu bewegen und haben hier Flutlicht angemacht. Und haben gehofft, dass wir nichts finden. Und dann habe ich mich ja vorgeschickt ins Badezimmer, um zu gucken, ob da irgendwie ein Leguan sitzt oder irgendwas. Aber da war nichts. Und von daher gehen wir davon aus, dass dieses Tier in unserer Klimaanlage wohnt. Aber das war auf jeden Fall sehr creepy und irgendwie haben wir richtig bescheiden geschlafen. Weil vorher gab es auch nochmal so einen kleinen Zwischenfall. Ne, Elche? Ja, wir wollten uns nur eine kalte Cola holen, weil wir nichts mehr zu trinken hatten. Laufen vor in die Lobby, Ella hat gepennt. Und genau in diesem Augenblick wird unsere Tochter wach. Weiß anscheinend, wie man die Tür öffnet, was wir ja auch nicht wussten. Und steht auf einmal im Flur und wir hören nur von hinten. Mama! Sie hat den kompletten Flur geweckt. Alle sind wach geworden. Mama! Du hast gebrüllt, ne? Ja. Und wir waren eigentlich nur ein paar Schritte weg. So hat unsere Nacht angefangen und mit den Geräuschen hat sie geendet. Und jetzt ist gleich Frühstück angesagt und deswegen sind wir ein bisschen K.O. Ja, witzigerweise macht sich das besonders gut, wenn man in einem Zimmer schläft, das so um die 27 Grad warm ist und man die Klimaanlage nicht mehr anmacht, weil man Angst hat, dass wenn die Lippe vorne runtergeht, dass dann irgendein Tier rauskommt. Das bedeutet, wir haben heute Nacht geschwitzt. Ja. Viel geschwitzt. Und jetzt gehen wir frühstücken. Jetzt gehen wir frühstücken. Sind fertig mit Frühstücken und gehen jetzt ab zum Pool. Die Sonne hat sich schon wieder da ist sie wieder weg. Da ist sie schon wieder. Das ist sehr wechselhaft. Und wir versuchen heute so viel Sonne wie möglich abzukriegen. Und ihr kommt einfach mit. Ich habe mir gerade eine Thai-Massage gegönnt. Wirklich Thai-Massage at its best. Nee, ohne Happy End. Warum fragst du denn sowas? Weil jetzt geht's nochmal für uns an den Strand und ihr kommt mit. Wearing light shoes, walking down the shore, diving head first down to the ocean floor. Your dark brown. Wir sind zurück vom Baden. Es war auch jemand da, um zu gucken, was hier oben in unserer Klima los ist. Die haben aber, denke ich mal, nichts gefunden, sonst hätten sie was gesagt. Aber ich hoffe, die haben irgendwelche Köder aufgestellt oder vielleicht auch eine Falle. Ja. Naja, jetzt gehen wir mal gerade duschen. Also ich war schon, Cindy ist mit Ella jetzt duschen. Und dann gehen wir ins Miniland. Things we have to do can wait. We've got catching up to do. There's a glow about you. This is a perfect night to catch a cold. Turn the full length of the North Shore. Stay up for the summer, make a wish. There is no way we'll be forgetting this. Wir kommen gerade vom Markt. Und Micha hat sich richtiges Thai-Street-Food gekauft. Das wird in Tüten verkauft, mit einem Gummi verschlossen und dann kann man sich das zu Hause in eine Schüssel machen. Und auf die Frage, ob das Essen scharf ist oder nicht, antworten die Thais grundsätzlich mit ein bisschen. Ja. Micha musste sich gerade ein Bier aufmachen, weil er sonst erstickt wäre. Soll ich euch mal zeigen, wie es aussieht? Ja, komm mal her, ich zeig euch das mal. Man sieht die Chili schon. Na, das sieht nicht ganz so scharf aus, aber das sieht ganz schön scharf aus. Und es schmeckt gut trotzdem, oder? Ja klar, es schmeckt gut, aber es ist sauscharf. Ich probiere jetzt mal das andere, ja? Im Hintergrund hört ihr übrigens Pepperwoods. Das hier unsere geht. Tochter hat nämlich schon Frühlingsrollen gegessen. Probier doch mal. Ja, nee, nicht nach der Reaktion. Es schmeckt echt lecker, aber es ist wirklich scharf.
Und dann ist das was für dich und ich für meinen süßen kleinen Magen. Wir fahren jetzt mit einem Tuk-Tuk zum Supermarkt und ihr kommt mit. So, wir sitzen im Tuk-Tuk und fahren. Was wolltest du machen? Wollte ich noch winken? Ja, und fahren zum Big C Market. Ich kann euch das mal zeigen kurz. Ein bisschen mit so einem Corridor. Ja, also das hier ist die Art, wie man hier sitzt. Ja, ich habe auch, wir haben keine Gurte an und hier fährt die ganze Familie mit. Vergleich, ja, wir zahlen die ganze Zeit im Hotel so um die 50 Baht für einen Softdrink, was immer noch nicht viel ist. Das ist ein Euro und weiß ich nicht, 20 Cent oder so. Aber hier kosten die einfach mal nur 11 Baht, was so irgendwie 30 Cent sind oder vielleicht ein bisschen mehr, ich weiß es nicht genau. Aber das ist schon ein Unterschied. Also wenn ihr mal in Thailand seid, solltet ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr im Supermarkt einkaufen geht und nicht in den ganzen Hotelmärkten. We'll take a long walk till we start to freeze here in small talk over the summer. Ich habe euch ja vorhin gebeten, mal die Daumen zu drücken und hat anscheinend nicht funktioniert, weil, schaut mal. Hier hat jemand ganz schön mit dem Urlaub zu kämpfen. Also wir hoffen, naja, was soll ich denn sagen, dass du auf dem Klo hängst? Ja, wir hoffen einfach mal, dass es jetzt nur so ein Eintagesding ist. Wir haben hier super nette Leute kennengelernt, Australier, die uns ihre Medikamente zur Verfügung gestellt haben. Und ich habe so ein bisschen so eine Elektrolytlösung hier noch im Minimarkt gekauft. Und ja, hoffen wir mal, dass es nach dieser Nacht alles erledigt ist. Es ist ganz schön dunkel und ihr könnt mich nicht so richtig sehen. Und ich muss auch ein bisschen flüstern, weil Ella noch schläft. Aber es ist 2 Uhr nachts. Und wir mussten jetzt an der Rezeption anrufen und einen Techniker holen, weil hier über unserer Lüftung im Badezimmer so unglaublich laute Geräusche waren, dass wir beide in der Nacht hochgeschreckt sind und das mit unserem Traum irgendwie verbunden haben. Und jetzt haben wir hier Techniker und es werden immer mehr und wir verstehen leider nicht, was für ein Tier da oben drin ist. Und er macht so... Aber sagt, das ist keine Schlange. Also irgendwie so richtig wissen wir. Aber es kommen ja noch ein paar Leute wahrscheinlich. Ist ja erst 2 Uhr nachts. Also mal gucken. Ich halte euch auf dem Laufenden. Da wir gestern Nacht einfach weiter geschlafen haben, möchte ich das Rätsel natürlich noch auflösen. Es war eine große, große Ratte, die da rausgeholt wurde aus unserem Lüftungsschacht. Und um euch ein kleines Update zu geben, wie es Micha geht, gar nicht mal so gut. Ich glaube, er wiegt nur noch 3 Kilo. Und isst und trinkt nicht. Ah, doch, er trinkt, aber er isst nicht. Aber er steht jetzt auf und wir werden noch ein bisschen spazieren gehen und vielleicht mit Ellie noch ein bisschen an den Pool, damit es sich wenigstens gelohnt hat, heute diesen Tag hier zu sein. Und gucken wir mal, wie es ihm im Laufe des Tages noch geht. Wie ihr seht, ist heute das Wetter nicht so besonders schön. Deswegen haben wir uns noch mal zu einem kleinen Strandspaziergang aufgemacht und ein bisschen was eingekauft, was wir euch jetzt gern zeigen möchten. Ich habe mir 3 Sachen ausgesucht, die es bei uns in Deutschland nicht gibt. Und die werde ich jetzt quasi mit euch gemeinsam live mal ausprobieren. Weil es ist ja kein Vlog ohne so einen richtigen Haul. Nur damit ihr Bescheid wisst, Micha geht es ein bisschen besser. Und es ist nur noch ein Tag, ein voller Tag, also heute noch und morgen. Und dann steht auch schon die Abreise an. Und wir freuen uns auf zu Hause und auf den nächsten Urlaub in Thailand, weil das wird definitiv nicht das letzte sein. Aber so ein richtiges Fazit bekommt ihr nochmal in einem anderen Vlog. Also starten wir jetzt einfach mal. Die 3 Sachen, die wir uns ausgesucht haben, ich versuche jetzt, also bitte lacht mich nicht wegen der Aussprache aus, ist der Beauty Drink. Und ich möchte bitte auf das E-Beauty hinweisen, ich muss ein bisschen auf Ella achten, weil die läuft nämlich gerade ins Meer rein. Ist der Beauty Drink von Sapé. Bin ich gespannt, es soll nach... Keine Ahnung. Nach Schönheit schmecken. Nach Schönheit schmecken. Silke Salon, keine Ahnung. Dann noch ein super, ein KitKat Chunky mit Cookies and Cream. Den habe ich bei uns auch noch nicht gesehen, weil ich bin ein richtiger KitKat-Fan. Und ein Green Tea KitKat. Den habe ich auch schon in einigen USA und China Halls und sowas gesehen. Ich bin einfach mal gespannt, wie das schmeckt. Ach, und der riecht genauso wie mein Gummibärchen-Joghurt.
Schatzi, bin ich hübscher geworden dadurch? Total. Es schmeckt sehr, sehr süß, aber es soll keine Kalorien haben. Kann man mal machen, muss ich jetzt aber auch nicht haben. Hat insgesamt umgerechnet 50 Cent gekostet. Hat mir jetzt nicht wehgetan. Und das, worauf ich mich am meisten freue, ist mein KitKat Cookies and Cream, der schon ein bisschen geschmolzen ist, weil hier ist es echt heiß. Lecker. Verstehe nicht, warum es sowas nicht in Deutschland gibt. Zusammen mit Ella teste ich jetzt mal noch Green Tea. Was möchte sie unbedingt essen hier, Ella? Mal gucken, was sie sagt. Ella. Und lecker? Und Ella ausgeschlafen. Du hast ausgeschlafen, ja, okay. Und wie schmeckt die Schoki? Ist es lecker, Ella? Das ist bestimmt mit Matcha-Tee, so grün wie ja. Das ist. Ich kann nicht. Also schmeckt mir gar nicht. Muss ich leider zurückpacken. Ella. Ella schmeckt es leider auch nicht. Ich esse jetzt meinen Cookies and Cream. Und dann geht's für uns einfach mal weiter. Wer ist denn das? Lollo, zeig mal Lollo. Willst du mal in die Kamera zeigen? Für YouTube? Komm mal näher. Nicht so wackeln. Das ist Lollo. Das ist Maskottchen von Sunwing Hotels. Machst du Lollo? Dein Baby, ne? Ja. Und vernachlässigst du dafür den Fantus? Unser Urlaub ist leider vorbei. Wir sitzen hier auf gepackten Taschen und sind ein bisschen müde, weil wir mussten um 3 Uhr abgeholt werden in unserem Resort. Ich habe trotzdem gute Laune, auch wenn es ins verregnete, nasse, kalte, verschneite Deutschland zurückgeht. Zu Hause nehmen wir euch noch ein bisschen was auf, wie wir den Urlaub so empfunden haben. Vielleicht mit ein paar Tipps, gerade wenn ihr mit kleinen Kindern verreisen wollt. Als nächstes gibt es dann wohl uns in Deutschland. Bis dann!